Okay Leute, es ist was richtig Beschissenes, aber auch Cooles passiert. Und zwar habe ich mein fucking Handy verloren. Was geht ab, meine Wertfreunde? Willkommen zu einem neuen Vlog und ich bin wieder in Wedel. Oh, hast du mich vermisst? Hm? Und normalerweise bin ich hier immer so 2 Tage, aber diesmal über eine Woche. Denn im letzten Vlog habe ich euch erzählt, dass ich jetzt unter anderem auch in dieses Haus investiere. Das hier ist das alte Arbeitszimmer von meinem Dad. Und das wird komplett umgekrempelt. Wie gesagt, meine Eltern haben sich vor einiger Zeit getrennt. Mein Dad ist ausgezogen, hat heutzutage eine eigene Wohnung. Und ich werde sein altes Arbeitszimmer zu meinem Zweitarbeitszimmer machen. Diese Pakete hier sind alle für mich. Da sind 2 Monitore, da ist ein Gaming-PC und da ist ein Gaming-Tisch. Hier ist noch Equipment wie zum Beispiel Softboxen, Mikrofon, Streamlabs und so weiter und so fort. Also es geht im Grunde darum, dass ich hier auch arbeiten kann. Beziehungsweise ich kann dasselbe hier machen wie in Köln. Das gibt mir die Möglichkeit, hin und her zu pendeln und meine Mom länger zu besuchen als nur 2 Tage. Seit vielen, vielen Jahren schon. Und ich bin übertrieben hyped, weil mit diesem Schritt wird mein altes Zuhause zu meinem zweiten Zuhause. Das habe ich damals von einer Zuschauerin geschenkt bekommen von Reiswipe und das hängt hier immer noch. Und das ist nicht einfach nur irgendein Bild von mir, sondern das sind alles kleine Bügelperlen. Gebt euch das mal. Ich glaube, ich lasse es hier einfach hängen, weil es eines der krassesten Zuschauergeschenke war. Jetzt wird bei der Hitze erst einmal das Wichtigste ausgepackt. Aber no placement. Leider habe ich keine Aufnahmen davon, wie wir das Ganze aufbauen. Ich glaube, meine Mom hat ein bisschen gefilmt oder Fotos gemacht. Da kann ich schon E-Computer, E-Studio-Spiele dir. Und zum jetzigen Stand sieht das Ganze so aus. Tut mir leid, ich musste nochmal Kabi zeigen. Man kann nie oft genug Kabi zeigen. Voila, Freunde, ich habe es geschafft. Alles, was ihr hier in der Cam seht, ist komplett neu. Ich habe mir sogar dieses süße Disco-Licht geholt. Und bei dem Mic habe ich den falschen Stand bestellt, deswegen habe ich das jetzt so komisch gelöst. Aber juckt, denn das sieht man in der Cam eh nicht. Dann habe ich hier so ein Light und auf der anderen Seite ebenfalls. Und hier ist der Ventilator. Da ist mein PC. Und meine Switch habe ich auch schon angeschlossen mit Capture Card. Tastatur, Maus und der Tisch hat sogar so einen Dosenhalter oder einen Flaschenhalter, je nachdem. Den alten Tisch habe ich hier hingestellt, mal gucken, wie ich ihn noch gebrauchen kann. Und das mit den Kabeln sieht ein bisschen ugly aus, aber um Kabelmanagement und so kümmere ich mich die nächsten Tage. Und die Gardinen werde ich ebenfalls ändern, die kommen morgen oder heute an. Und zwar habe ich die bestellt, damit die Facecam cool aussieht. Alles in allem bin ich mega happy, dass ich hier sozusagen mein zweites Arbeitszimmer habe. Ey, es fühlt sich so nach Freiheit an. Ich meine, das Ganze hier war schon immer mein zweites Zuhause, aber jetzt ist es wirklich wie mein zweites Zuhause. Es gibt aber noch ein kleines Problem, und zwar fehlt mir ein Kabel, damit dieser Monitor ebenfalls funktioniert. Deswegen werde ich jetzt mit meinem Longboard zu Aeronics fahren und mir dieses Kabel holen. Und auf dem Weg dahin werde ich euch zeigen, wo ich früher gelebt habe, bevor wir dieses Haus gebaut haben. Mit anderen Worten, wo ich gelebt habe zur Hauptschulzeit, oder wo dieses Video entstanden ist, wo ich mir meinen Döner immer geholt habe. Kleine Tour durch meine Hometown. Servus, meine Freunde, ich war eben bei Rave2Go und ich habe mir ein paar Energetische gegönnt. Und bei Aeronics, das Wichtigste, verdammtes Displaykabel. Damn. Und jetzt werde ich euch zeigen, wo ich gewohnt habe von 9 Jahren bis 16. Krank wieder hier zu sein. Es ist so ein komisches Gefühl, wieder hier zu sein, weil hier habe ich so viele Videos gedreht mit meinem ehemaligen besten Freund mit der Digitalkamera. Hierhin sind wir generell hingezogen, als wir nach Wedel gezogen sind und krank. Kennt ihr das, wenn ihr so einen alten nostalgischen Ort wieder besucht und dann kommen plötzlich so die ganzen alten Erinnerungen hoch? Ich habe das gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob ich im 3. oder im 4. Stockwerk gewohnt habe, aber ich glaube, es war im 3. Und ich weiß noch, Felix war eigentlich an der Hauskasse, aber einmal bin ich als Kind mit ihm raus, einfach nur um zu sehen, wie er reagiert, und er hatte Todesschiss. Also ich bin einmal mit ihm hier rum und er hat sich die ganze Zeit unter dem Balkon da versteckt. Und hier auf dem Spielplatz habe ich mal ein Video gedreht, als ich ungefähr 15 war. Ah, so ein Kasten. Und sieht fast genauso aus wie damals. Ist ein bisschen so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Und ich würde eigentlich gerne mehr filmen, aber die Nachbarn gucken schon aus ihren Fenstern. Denken sich, was ist denn das für einer, Alter? Aber okay, als 15-Jähriger hat mich das irgendwie weniger gejuckt. Dann bin ich mit dem Fahrrad mal nach links. Da vorne ist eine Gesamtschule, da war ich nicht. Was eigentlich schade ist, weil es ist quasi direkt vor meiner Haustür. Dann ging es hier mit dem Fahrrad oder zu Fuß damals nach rechts. Und da hinten ist die Bahnhofstraße. Also inzwischen ist das ein anderer, aber damals im Jahre 2003 habe ich mir dort mal Döner gekauft für 2,50 €. War schon billig. Okay Leute, es ist was richtig Beschissenes, aber auch Cooles passiert. Und zwar habe ich mein fucking Handy verloren. Ich habe eben noch das Gebäude gefilmt, wo ich früher gewohnt habe. Und da habe ich anscheinend mein Handy liegen lassen. Aber es war leider nicht mehr da. Deswegen habe ich auf mein Handy angerufen von einer Tanke aus. Und es ist jemand rangegangen. Jemand, der mich kennt. Also mit anderen Worten, jemand, der meinen YouTube-Channel kennt. Und genau da wohnt, wo ich früher gewohnt habe. Jetzt werde ich mein Handy holen. Ey, was passiert eigentlich? Was geht? Das ist der Ehrenmann, der mein Handy gefunden hat. Danke nochmal, ne? Ich habe mir gedacht, du darfst dir eine Sache aussuchen, die ich von der Tanke habe, außer das Kabel. Bist du sicher? Ja, alles gut, Digga. Das sind 3 Energy Drinks, Chips und 5-Minuten-Terrine. Alles gut, Digga, wir versorgen. Ich bin so happy, dass du das gefunden hast. Könnte auch jemand anderes gewesen sein. iPhone, können wir machen.
So, der andere Bildschirm funktioniert jetzt auch. Und hier ist OBS zusammen mit meiner Facecam. Was geht? Vielleicht werde ich das erstmal vom WLAN aus streamen. Geil! Ich weiß aber nicht, ob die Internetverbindung hier gut genug ist. Scheint aber ganz okay zu sein. Also es sollte auf jeden Fall reichen für einen Stream. Jo, von was geht? Willkommen zu einem neuen Stream. Willkommen zu einer neuen Vacation. Freunde, ich habe alles, was ich brauche, um von hier aus zu streamen. Ist ein mega komisches Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde das geil. So, meine Freunde, ich bin jetzt fertig mit dem Stream und es hat mega gut funktioniert. Alles hat mitgemacht. Der PC, selbst das Internet. Und es war einfach sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Freunde, was geht? Inzwischen habe ich mich jetzt ziemlich gut eingelebt. Ich habe einige Male gestreamt, einmal sogar aus dem Fenster, weil ich es lustig fand. Das sah dann so aus. Videos habe ich auch von hier geschnitten, wie zum Beispiel das hier und das hier. Und immer saß Kavi auf meinem Schoß, während ich die Videos geschnitten habe. Das war ziemlich cute. Außerdem habe ich gestern meinen ehemaligen besten Freund von damals wieder getroffen, den ich seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und er hat sich kaum verändert. Also es war im Grunde genau wie damals. Nach der Schule sind wir damals zu mir, haben die GameCube angemacht und Melee gespielt. Smash Bros. Melee. Und diesmal war es so, dass wir draußen hier rumgelaufen sind, dann hierher gekommen sind und Smash Bros. Gespielt haben auf der Switch. Es war einfach nice. Es hat mega, mega Spaß gemacht. Gleich werde ich in die Hamburger Innenstadt fahren, mich mit einer Freundin treffen und nach Ewigkeiten wieder Bubble Tea trinken. Die Cam werde ich aber nicht mitnehmen, sondern das Video hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist auf jeden Fall mega geil, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, in meiner alten Heimat länger zu bleiben. Versteht das jetzt aber nicht falsch. Irgendwie im Stream haben das auch so viele missverstanden. Ich bin nicht umgezogen. Das hier ist auch nicht meine neue Heimat. Köln ist immer noch mein Zuhause und wird es auch immer bleiben. Ich habe hier lediglich ein eigenes Arbeitszimmer mit einem zweiten Setup, was mega hilfreich ist. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und immer, wenn ich jetzt herkomme, werde ich länger hier sein. In Wedel, beziehungsweise in Hamburg. Ciao! Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute! Give me your Eddie, we pullin' it to your bed, and then we gon' put it to rest, but don't click clap, ooh.